Namaste, liebe Freunde, herzlich willkommen. Om Shanti Om. Gesegnet ist die Liebe, die wir sind. Fragen und Mitteilungen sind jederzeit willkommen. Manches kommentiere ich und manches nicht. Keine Ahnung, wie das geschieht. Es geschieht einfach spontan, unmittelbar, aus sich selbst heraus. Niemand hier. Ein Ich, ein Mein. Hat es in Wirklichkeit noch nie gegeben. Von daher gibt es keinen Weg, keine Ausrichtung, kein Ziel, um etwas zu erreichen oder loszuwerden, was nie real gegeben ist. Was ist frei von der Vorstellung von was ist, ist der Hinweis auf das, was unbenennbar, frei von Zeit, frei von Illusionen gegeben ist, frei von Traum. Was ist, ist in einer Sichtweise, einer Perspektive, ist wie eine Türe, in der man hindurchgeht in den Traum und auf der anderen Seite durch diese Türe aus dem Traum. Aus dem Traum, aus der Traum ist das, was Erwachen ist. Als Erwachen beschrieben werden kann. Was keiner machen kann, es geschieht oder es geschieht nicht. Michael schreibt, öffne die Tür von innen. Ja, das ist sehr segensreich. Udo schreibt, wer hat die Liebe, die wir sind, gesegnet? Weiter schreibst du oder ich oder etwa sogar der Nikolaus. Und wer sind wir? So viele Fragen, lieber Udo. Hast du doch eigentlich gar nicht. Also, wer hat die Liebe, die wir sind, gesegnet? Niemand. Nichts, als was alles erscheint. Damit ist eine
zweite Frage dann ja schon erledigt, ob es der Nikolaus war oder du oder ich. Und dann noch die Frage, und wer sind wir? Darauf gibt es keine Antwort. Du könntest auch fragen, was sind wir? Es gibt uns nicht. Und wo es uns nicht gibt, gibt es auch keine Frage nach, wer oder was wir sind. Es gibt kein Individuum. Es hat es nie gegeben. Reine Täuschung im Lebenstraum. Das ist für den Verstandesgeist unerträglich, worüber ich hier spreche. Hier gibt es nichts zu bekommen. Keiner kann dir was geben, oder euch oder mir, weil hier ist niemand. Udo schreibst, ja, lieber Udo, ich bin ja auch gerne mit euch im Austausch hier. Das ist auch einfach so. Alles Liebe, ja. Ein wunderbarer Dialog im Selbstgespräch. Karl schreibt, wenn man erkennt, dass man als Individuum in Erscheinung tritt, ist ja schon viel getan. Ja, dann ist alles getan, weil dann gibt es nichts mehr zu tun. Weil jedes darauf noch tun oder machen, dem nur einen draufsetzt, was illusorisch ist. Ein gewöhnliches Ego oder eine gewöhnliche, natürliche Ich-Vorstellung ist ja noch sehr gesund in diesem Kontext. Was es schwierig macht, ist ein spirituelles Ego. Also eins, was sich verflüchtigt hat in Überzeugungen, im Glauben, unangreifbar ist. So eine Idee über sich selbst, da ist nichts mehr zu retten, wenn man so will. Muss ja auch nicht. Ulrike schreibt, und doch sind Energien, die zusammenschmelzen, so spürbar. Ja, denn es gibt nur Energie. Und wenn die Energie, die hier zusammenkommt, die schmilzt zusammen. Auf unerklärliche Weise. Das ist das Mysterium. Niemand macht es, es geschieht einfach. Absichtslos, mühelos, aus sich selbst heraus. Um das zu sein, was ist. Cordula schreibt, wie schön, dass es uns nicht gibt, dann gibt es auch keine Sorgen. Großartig, wo ich mich so plage. Ja, das Ich plagt sich immer.
das Ich rechtfertigt sich, das Ich muss sich schützen, auch im Spirituellen, ja? Auch in den Vorstellungen über die Liebe, ist es schnell getriggert, wenn man darauf hinweist, dass es das Ich nicht gibt. Das Getriggertsein ist ein Hinweis darauf, dass das Ich sich rechtfertigen muss, schützen muss. Denn es könnte ja zusammenbrögeln, etwas Risse bekommen. Carina schreibt, da hat meine Mama in Bezug auf die vielleicht kommende Impfpflicht gesagt, die können mich mal, ich kann ja auch jeder Zeit von hier weggehen. Weiter schreibst du, sie durchschaut den Traum. Ja. Cordula schreibt, nein, es gibt uns als Individuum doch nicht, höre ich gerade. Ja. Es gibt nur das Individuelle, ja, das durch die entsprechenden Formen in diesem Lebensausdruck zum Ausdruck kommt. Ja. 8 Milliarden Menschen in diesem Lebensraum mit den verschiedenen individuellen Ausdrücken. Je keiner ist wie der zweite. Und dennoch gibt es kein Individuum. Auch wieder so ein wunderbares Paradoxien. Wer sich an Widersprüchen stört, dem bleibt die Sicht versperrt auf das, was ist. Stefanie schreibt, woran erkenne ich, ob mein Ego sich spirituell verrannt hat. Eigentlich ist es ganz einfach. Da ist eine Vorstellung über sich selbst als ich, ja? Und wenn die dann, diese Vorstellung, sich etwas anklebt, einen Titel gibt, etwas erreicht zu haben, wie in der Liebe zu sein, in einem ewigen Frieden zu sein, frei zu sein. Das ist ein Hinweis darauf, dass es sich um ein spirituelles Ego handeln kann. Und vor allem merkst du es daran, wenn du getriggert wirst, wenn etwas von dem, was sich subtil vielleicht sogar angeeignet hast, in Frage gestellt wird. Also, dass man dir etwas wegnehmen könnte, wie so einem Kind ein Spielzeug. Wenn es also etwas in dich triggert, dann kann man davon ausgehen, dass es so ist. Supriya schreibt, lieber Helmut, würde mich freuen, wenn du was dazu sagen kannst, aber kein Muss. Ist ja schon mal herzlichen Dank, dass ich nichts muss. Wie gehe ich mit einer Enttäuschung um? Wo
um, wo halbe Sachen gemacht wurden, sag mal Danke. Wie gehe ich mit einer Enttäuschung um, wo halbe Sachen gemacht wurden? Ja, egal, ob ganze Sachen gemacht wurden oder halbe Sachen oder gar keine Sachen gemacht worden sind. Wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Wie geht das Ich mit Täuschungen um, wo es selbst eine Täuschung ist? Wie gehst du mit einer Vorstellung über dich selber um, die gar nicht existiert? Da ist kein Umgang mit etwas. Das Ich existiert nicht. Es hat nie existiert. Das ist die Täuschung. Und Enttäuschungen haben was Gutes an sich. Sie führen dich immer wieder auf das, was enttäuscht werden kann, das Ich. Und das ist die eigentliche Täuschung. Es ist eine Illusion. Es hat nie existiert. Es gibt dich nicht. Es gibt auch mich nicht. Es gibt uns nicht in irgendeiner Form von Vorstellung über uns selbst. Und das ist ja, was ich ist. Allein schon ich bin, ist Traum. Selbst ist Traum. Es gibt kein Selbst in dem Kontext. Ja. Ja. Karl schreibt, dass wenn du es verteidigen willst, das war in dem Kontext mit dem spirituellen Ego gemeint, ja. Wenn man das verteidigen muss, dann kann man davon ausgehen, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Ego handelt, sondern um ein spirituelles Ego, was sich so verflüchtigt hat, dass man es so nicht auf Anhieb vielleicht auch selbst mehr erkennen kann. Aber durch dieses Verteidigen müssen, entlarvt es sich dann doch. Chandra schreibt, Begrifflichkeiten, Worte, Erklärungen, da gibt es nichts zu begreifen. Selbst die Widersprüche sind dabei nur heiße Luft. Vielleicht schreibst du weiter, gibt es all das, dies erst mal energetisch wirken zu lassen, anstatt als ein Niemand viel Energie zu verschwenden, um zu verstehen, was gar nicht zu verstehen ist. Auch das, diese Worte tragen diese Energie in sich. Von daher spielt es keine Rolle, ob Worte erscheinen oder nicht. Für die Energie ist es unerheblich. Es gibt nichts zu verschwenden, weil Energie nicht verschwendet werden kann. Keine Ahnung, liebe Stefanie, ob das so ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Umarme auch all die Tendenzen, liebe Stefanie, in Liebe. Allein schon deine Aufrichtigkeit ist ein Hinweis
dass es doch kein spirituelles Ego ist. Ja, es gibt nichts zu erreichen. Udo schreibt Vorstellungen, vor das reine Unbeschreibliche vorgestellt, ja. Das Neugeborene und in der ersten Zeit des Kindes ist noch dieses unbeschreibliche, reine Vor-dem-Gestellten. Und dann fangen es diese Vorstellungen an. Mit dem Bewusstsein, mit der Entwicklung des Bewusstseins geschieht das halt, scheinbar muss es so sein, damit der Mensch erkennt, wenn er dann aufgewacht ist, dass alles Traum war, sonst würde man das ja gar nicht erkennen können. Das ist mal jetzt so eine These. Ja, Michael schreibt, wenn sich Vorstellungen etwas vorstellen und dann noch weiter vorstellen. Ne? Man kann unendlich aus einer Vorstellung tausende, Millionende, Milliardende, unzählige weitere Vorstellungen daraus entwickeln. Und das geschieht aus der Urvorstellung über sich selbst. Das Ich. Die Ich-Vorstellung ist die Quelle aller Vorstellungen. Das Bewusstsein trennt nicht, liebe Ulrike, sondern das, was im Bewusstsein erscheint, als über den Verstandesgeist erzeugten Vorstellungen, die trennen scheinbar, wo es keine Trennung gibt. Es gibt nämlich in Wirklichkeit nichts Getrenntes. Es hat es noch nie gegeben. Es erscheint nur so und durch diesen Schein wird es als Wahrnehmung oder Gewahrsein so in die Welt projiziert bei Vorstellungen. Ja, da war mal Kurzschluss und einige von euch sind dran geblieben, auch wenn mal für 2 Minuten das Netz unterbrochen war. Wir bleiben dran. Wir lassen uns nicht von irgendetwas beeindrucken. Auch nicht von einer Netzunterbrechung. Also, ja. So, wo waren wir? Michael, wenn sich Vorstellungen etwas vorstellen. Bewusstsein trennt nicht. Nein, Bewusstsein ist. Aber Bewusstsein hat von seiner Natur her diesen Täuschungscharakter in sich. Ah, bitte keine Herzen senden, höre ich gerade oder lese ich gerade. Danke für den Hinweis. Das unterbricht das Netz auch. Keine, nichts dergleichen schicken, nur Fragen und Mitteilungen.
Es ist also unfassbar einfach. Leben, was ist, ohne ein Ich. Es gibt nichts zu lernen, nichts zu erreichen. Es geschieht einfach immer alles in dem, was ist. Grundlos gegründet in was ist, ist, das ist es. Pejari schreibt, und wer ist da beeindruckt oder eben nicht beeindruckt? Es geschieht doch nur oder eben nicht. Ja, du hast dir selbst schon die Antwort gegeben. Ulrike schreibt so einfach und tausende von Büchern, ja. So ist der Weg des Suchers. Ich war ja auch mal einer. Habe auch tausend Bücher gelesen. Unfassbar, ne? Habe immer das Naheliegendste übersehen, dass es mich gar nicht gibt. Udo schreibt, ja, unfassbar einfach, wenn es gesehen wird, was ist, gleichermaßen und gleichzeitig das ewige, unberührte und der unendlich diverse Film des Lebens. Es ist, schreibst du weiter. Und die Frage nach dem Wie erscheint nicht. Ja. Alle Fragen lösen sich dann wie ein Nebel im Morgengrauen auf. Pejari fragt, mich hält nur noch der Live-Chat auf Facebook. Gäbe es da eine Alternative? Ich habe noch keine gefunden, die einfacher ist. Sonst gerne. Du bist auch nicht der Einzige, der nur wegen dem Live-Chat hier auf Facebook ist. Du bist da nicht, bist da in bester Gesellschaft. Es sind einige, die nur deshalb hier sind oder auf Facebook sich geschaltet haben, von denen man sonst nichts hört und sieht, auch jetzt nicht. Stephanie schreibt, da ist zurzeit immer wieder eine Liebe, die sich so anfühlt, ganz zu verschmelzen, nicht mehr zu sein,
aber für alle alles Sein zu wollen. Häufig, wenn ich mit verschiedenen Menschen zusammen bin, ganz plötzlich, wie eine ganze Hingabe. Ja, wunderbar, liebe Stefanie. Das ist dein Herz und diese Sehnsucht. Die Sehnsucht ist die Energie des Herzens, dass du dich noch weiter in die Weite ausbreiten kannst, scheinbar. Was aber geschehen kann, ist, dass es als sich das auflöst in diesem vollständigen Was ist. Aber nicht muss. Bijare schreibt, ja, das heißt, wir reden so, bleibe unbeeindruckt und können gar nichts machen, vielleicht nur wachsam sein oder das auch nicht. Scheinbar, Bijare, scheinbar kann man alles. Scheinbar meditieren wir, scheinbar wünschen wir uns was, scheinbar wird was besser, scheinbar ist was schlechter. Scheinbar erscheint der Schmerz für uns, scheinbar sind wir in Geschichten verwickelt, scheinbar erscheint Traumata, scheinbar erscheinen Glücksgefühle und scheinbar erscheint sogar, vielleicht sogar Nirvana und Erleuchtung. Aber für wen? Da ist niemand. Wo niemand ist, gibt es auch keinen Eindruck. Also es gibt kein Ich, Wir, Mein, Du, nichts dergleichen. Es ist das eine Bewusstsein, spielt all diese Facetten und Rollen, solange bis es sich durch das, was ist, ausgespielt hat. Was aber niemand machen kann. Ich erinnere mich an die Worte, ich glaube, Karl Renz mal in einem Interview mit irgendeiner spirituellen Zeitung, wo er davon sprach, dass er also da gestorben ist. Ne? Er hat den Tod erlebt und hat gesehen, es gibt aber keinen Tod. Da ist niemand, der einen Tod erleben kann. Und dann fängt das Neue an. Es hat es nie gegeben, ein Individuum, was sterben kann. Was geschehen kann, ist mit dem Aufwachen oder der Erleuchtung oder was auch immer, dass gesehen wird, es hat es nie gegeben. Nicht ich bin in einem anderen Zustand wie vorher, sondern es war eigentlich nie anders. Das, was es anders gesehen hat, ist einfach eine Illusion. Eine Täuschung. Adelaine schreibt, wenn hier keiner ist, kann auch niemand bestätigen, dass dies, was erscheint, es ist. Ja. Ist ja auch niemand hier, der das bestätigt. Hier erscheint nichts. Was ist, ist frei von jeglicher Erscheinung.
Das heißt, diese Worte müssen empfangen werden, nicht von einem Ich. Um das zu sein, was ist. Die Wahrheit ist unbeschreiblich, unbenennbar, namenlos. Was ist, sind ja auch nur dualistische Worte, wie alles andere auch, wie das Wort Wahrheit ja auch. Früher habe ich immer von vor allem gesprochen, vor allem, was beschreibbar ist. Es sind alles immer nur Worte, Hinweise. Fingerzeige auf den Mond, der nicht der Mond ist. Auf das, was ist. Was keine Bewegung in Zeit braucht, um zu sein, was es ist. Ohne Anfang ist und ohne Ende. Immer hier. Das, was du in Wahrheit bist, vor jedem Erscheinen und jedem Bestätigen. Weil da niemand ist, der was bestätigen kann oder könnte. Michael schreibt, der Sucher sucht sich selbst und das ist seine eigene Abwesenheit. Weiter schreibst du, hat gedauert. Aber was ist Zeit gegenüber der Zeitlosigkeit? Mehr Entspannung geht nicht. Grenzenlose Erleichterung, lieber Michael. Für niemanden. Ude schreibt, in den Schriften steht dazu, Shiva will aus sich heraus spielen und träumt seinen kosmischen Traum. Die Lila genannt unfassbar. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen Hinweis. Cordula schreibt, dann hat der Virus auch keine Bedeutung. Ja, welche soll er denn haben, wenn da niemand ist? Ja, Viren haben auch ein Recht auf Leben. Ja? Die wollen auch nur leben, ja? Sich fortpflanzen. Jedes Lebewesen hat ein Recht auf Leben, auch Viren. Weiter schreibst du, sondern es ist eine Vorstellung und die Angst davor ist Illusion. In wem erscheint die Angst, Cordula? Wem erscheint die Angst? Wem? Wenn da niemand ist, ist da einfach Angst. Vor was? Vor was kannst du dann nicht mehr beschreiben, weil da ja niemand ist. Solange aber da jemand ist, ist immer Angst da. Einmal vor den Viren und morgen vor dem GAU, vor dem Klimawandel und dies und das. Davor war es das Atom, die Atomindustrie, davor waren es die Atomwaffen. Ja, da hatten wir atomwaffenfreie Zone. Jedes Dorf hatte seine atomwaffenfreie Zone. Das Ich will sich schützen. Ja. Nicht hier in meinem Dorf. Ja. Das Ich ist, ist schutzlos der Wirklichkeit ausgesetzt und daher immer wieder verfangen in all dem, was im Lebenstraum an Ungeheuerlichkeiten auf es zukommen kann, was es selbst gar nicht existiert. Es ist ein einfaches göttliches Spiel des der dualistischen, ja, ist alles dualistisch. Alles Dualistische ist Traum. Ist nun mal so.
Hier schreibt da, Sigrid Nerema schreibt, be happy. Ja, Seligkeit oder glückliche Seligkeit von ihrer Natur ist erfahrungsfrei sein. Das ist wahre Seligkeit, ist ein erfahrungsfreier Zustand. Ja? Wenn Erfahrungen auftauchen, dann ist es schon wieder nicht mehr, was ist. Was ist, ist erfahrungsfrei. Das ist die höchste Seligkeit. Was ist ohne dich? Ja, Supriyana, es ist eine Geschichte. Es ist illusorisch. Es ist Traum. Hat keine Bedeutung. Adeline schreibt, herzliche Grüße an die Liebe hier. Ja. An die Liebe zurück. Rosemarie schreibt, warum sind wir denn so traurig manchmal? Ja, zuerst mal ist gut, bei sich zu bleiben. Warum bist du so traurig manchmal? Da ist immer Sehnsucht. Ja, das ist wunderbar. Das ist die Sehnsucht, wieder nach Hause zu kommen, wo es kein Zuhause gibt. In den Frieden zu kommen, der nichts bedingt. Das ist die Sehnsucht, einen Frieden zu erleben, bevor du auf dem Friedhof liegst. Ein Ruhen, einfach so, ohne Bedingung. Und das geht eben nur über diese Sehnsucht. Diese Sehnsucht ist gut, ja. Auch die Traurigkeit ist gut. Frag nicht nach warum, dieses Warum ist diese Vorstellung über dich selbst, die diese Erklärungsversuche haben möchte. Warum ist jetzt, geschieht mir jetzt dies oder das? Bleibe einfach bei der reinen Sehnsucht und der reinen Traurigkeit ohne ein Ich. Bleibe bei der Traurigkeit und der Sehnsucht im Was ist. Und rühre dich nicht von der Stelle. Karina schreibt, auf der tiefen Ebene ist Verständnis für die Erklärungen. Auf der Verstandesebene ist Verwirrung. Ja, der Geist in seiner Natur, es strebt nach Klarheit und ist doch immer wieder verwirrt. Er ist rastlos, ruhelos. Er ist immer auf, da muss dann noch was sein, mehr sein. Es gibt kein Mehr. Das ist es schon hier. Hier muss nichts mehr erklärt werden. Das ist die Freiheit von allen Diffusen, von allen Verwirrungen, von allem Denkbaren. Ernst Peter schreibt, du bist es. Ja.
Es ist, lieber Peter, Ernst Peter, so wie Jesus gesagt haben soll, es ist vollbracht. Hier, das Reich Gottes ist, was ist. Nichts kann dem hinzugefügt werden und nichts kann dem genommen werden. Ja, Carina. Ja, liebe Kumala. Hier kommt was Längeres von Adeline. Da hier nur Erscheinung scheinbar erscheint, ohne ein Ich, denn es erscheint bereits, so wie ich dachte, ich sei das, was erscheint. Dazu kommt dann die zusätzliche Offenbarung. Da ich das gar nicht bin, sondern dass es selbst, was erscheint, ist es niemandem möglich, das, was erscheint, zu bestätigen, dass dies auch existiert. Daher ist hier nichts. Die Erscheinung ist nichts, obwohl diese erscheint, ist sie nicht. Ja, ein Mysterium. Ein wunderbares Paradoxon. Erscheint in dem, was ist. Das, was ist, ist vollständig von dem frei. Unberührt, unbeeindruckt. Was ist, ist vollständig unbeeindruckt von allem. Wunderbar, liebe Carina. Das ist wunderbar, wenn so eine Empfänglichkeit gegeben ist. Es ist eine Form der Gnade. Freue dich über dieses unverständlich gehörte, unfassbare, dass da kein Widerstand ist. Wenn kein Widerstand ist, dann ist Fließen da, scheinbar. Und dieses Fließen ist die Tür hinein ins Was ist, wenn man so will. Ja, liebe Bijan. Ja, das stimmt, lieber Ernst Peter. Alle Farben kommen aus dem Weiß. Ja, ist auch ein schönes Hemd. Das habe ich mir ganz neu zugelegt. Hier in einem Shop. Habe ich mir gedacht, das passt. Ha? Werde ich dann öfter mal, nicht immer, aber auf so feierliche Stunde, wo auch du da bist, lieber Ernst Peter, ist mir das eine Ehre, zu dieser Feierstunde dieses Hemd auch tragen zu dürfen. Und
eine Freude zu sein. Ja, liebe Kerstin. Ernst Peter schreibt, das Selbst ist erfahrungsfrei. Ich erfahre immer beides, schreibst du. Das Erfahrungsfreie und die relativen Erfahrungen zusammen. Das Selbst ist immer mit mir, selbst im Traum und im Schlaf. Ja. Wunderbar. Ja. Das, was ist, ist erfahrungsfrei, indem alle Erfahrungen geschehen. Es selbst bleibt aber erfahrungsfrei. Was uns die Erfahrungen erleben lässt, ist das Bewusstsein. Das, was ist, ist bedingt nicht dem erscheinenden Bewusstsein, was die Erscheinungen erst möglich machen und damit auch die Erfahrungen, Wahrnehmungen. Was ist, ist frei von Gewahrsein und Erfahrungen und von Bewusstsein. Aber dennoch geschehen alle Erfahrungen, Gewahrsein in dem, was ist. Das ist mit der Aussage gemeint, nichts, das als alles erscheint. Ja, viele sprechen immer von, es gibt, da ist nur nichts, was als alles erscheint. Das ist auch, sind diese Hinweise auf das, was ist. Wunderbar. Nashin Rose lacht. Ja, du hast gut lachen. Du schreibst, wie kommt man zu dem, was nicht erscheint und gleichzeitig die Erscheinung erscheinen lässt. Da kommt man nicht hin. Wer soll da hinkommen? Ja, die Frage impliziert, dass da jemand ist, der da hinkommen könnte. Und das ist eben ausgeschlossen. Das, was ist, kommt nicht und geht nicht. Es ist immer hier vor allem, das in alles erscheint. Es ist nichts, in dem alles erscheint. Es ist so einfach, dass es mit dem Verstandesgeist nicht begreifbar ist. Es ist zu einfach für den Verstandesgeist. Es gibt tatsächlich diese Grenze, wo der Verstandesgeist nicht keinen Zugang zu hat, weil es zu einfach ist. Und das ist das. Es ist in gewisser Weise zu durchlässig für den Verstandesgeist. Es ist transzendent, es ist einfach, da ist nichts für ihn, wo er sich mit auseinandersetzen, beschäftigen oder was er für sich nehmen könnte. Das ist er. Er greift immer ins Leere und das ist dann, wenn der Mensch damit identifiziert ist mit dem Verstandesgeist, dann sagt der Verstandesgeist, das gibt es nicht. Es existiert für ihn dann nicht und fertig.
Udo schreibt, in dem, den es nicht gibt, kosmisches Bewusstsein genannt. Ja. Ja, lieber Udo, ja. Ja, liebe Freunde. Ja, Lia, Schein, das ist super, dann ist es das, was passiert ohne mich. Ja. Es war schon eigentlich immer so. Es war noch nie anders. Alles ist immer ohne dich passiert. Weiter schreibst du, und wenn ich das, was passiert, verstehen will, geht es gar nicht, denn es passiert scheinbar ohne mich, und dann bin ich da, wovon du sprichst, im Nichts. Ja. Ist auch nur ein Hinweis, dieses Nichts. Ist auch nur, für den Verstandesgeist ist das Nichts auch nur ein Konzept, wie alles andere auch, eine Vorstellung. Er kann ja nicht anders. Udo möchte, dass es noch weitergeht und denkt nicht an meinen Schlaf. So wie letzte Nacht, ich in diesem Live-Chat, da 9 Uhr, glaube ich, war das deutsche Zeit, oder halb 10, ne, deutsche Zeit, ganz spontan aufgewacht bin aus meinem Schlaftraumzustand und es mich hat hingezogen zum Live-Chat und habe einen 3-minütigen Live-Chat zum Besten gegeben vom dem, kann ja jeder noch nachschauen, wir haben kein Leben, wir, es ist nicht mein Leben, es ist nicht dein Leben, wir haben kein Leben, wir werden gelebt, es lebt uns. Es lebt uns, es belebt uns, es belebt uns. Was? Ja, was ist? Du kannst es nennen, wie du willst, das Göttliche, die göttliche Liebe, die zeitlose Liebe, der ewige Frieden, was auch immer. Es sind dann ja auch wieder nur Worte. Vielen Dank, liebe Freunde, für diesen bereichernden Live-Chat, wo allem alles genommen wurde, was man glaubte zu sein. So gesehen ist es ein Reichtum, zurückzufallen in die vollständige Armut, von dem Jesus sprach, nicht bevor ihr werdet wie die Kinder, oder ein armer Mann kommt nur in das Himmelreich. Damit ist nicht gemeint, ein armer Mann, der nichts hat an Materiellem, sondern der arm im Geiste ist, also derjenige, der gelöst ist von all den Identitäten, von denen zu glauben, ein Individuum zu sein, von jeglichem Glauben und so weiter und so weiter. Ja. Feierstunde mit ein bisschen. Bisher habe ich ja immer die Live-Chats, diese stündigen Live-Chats mit Musik ausklingen lassen.